Ein Märchen aus Rumänien. Jugend ohne Alter, Leben ohne Tod. Gelesen von Jasmin Stab. Es war einmal ein großer Kaiser und eine Kaiserin. Beide jung und schön. Und da sie sich Kindersegen wünschten, taten sie alles, was dazu nötig ist. Sie gingen zu den Hexen und Philosophen, damit diese aus den Sternen lesen möchten, ob sie Kinder haben würden oder nicht. Aber es war alles vergebens. Endlich hörte der Kaiser, dass in einem nahen Dorf ein weiser alter Mann lebte, und schickte zu ihm, um ihn rufen zu lassen. Die Abgesandten aber kamen mit der Antwort heim, wer ihn brauche, möge zu ihm kommen. So brachen also Kaiser und Kaiserin auf und nahmen einige Herren ihres Hofstaats, Gefolge und Soldaten mit sich, und gingen in das Haus des weisen Mannes. Als der Alte sie von fern kommen sah, ging er ihnen entgegen und sagte also gleich, »Seid willkommen, aber was willst du wissen, Kaiser? Der Wunsch, den du hegst, wird dir Trauer bringen.« »Ich bin nicht hier, um dich danach zu fragen«, sagte der Kaiser, »sondern um zu wissen, ob du irgendwelche Kräuter hast, die du uns geben kannst, damit wir Kinder bekommen.« »Die habe ich«, entgegnete der Alte, »aber ihr werdet nur ein Kind haben. Es wird ein schöner, liebreizender Knabe sein, und er wird euch nicht erhalten bleiben.« Nachdem der Kaiser und die Kaiserin die Heilkräuter genommen, kehrten sie froh zum Palast zurück, und nach einigen Tagen fühlte sich die Kaiserin als Mutter. Das ganze Reich, der ganze Hof und alle Dienerschaft freuten sich dieses Ereignisses. Ehe aber noch die Stunde seiner Geburt kam, begann das Kind ein Geschrei, das keine Zauberkunst zum Schweigen bringen konnte. Da fing der Kaiser an, ihm alle Güter der Welt zu versprechen, aber es war keine Möglichkeit, ihn zu beruhigen. »Schweig, Vaters Herzenskind«, sagte der Kaiser, »denn ich werde dir dieses und jenes Kaiserreich geben. Schweig, mein Sohn, denn ich werde dir zur Gemahlin diese und jene Kaisertochter geben.« Endlich, als er sah, dass er immer noch nicht aufhörte, sagte er ihm noch, »Schweig, mein Knabe, ich werde dir Jugend ohne Alter und das Leben ohne Tod geben.« Darauf schwieg das Kind und kam zur Welt. Die Hofleute schlugen die Pauken und bliesen die Trompeten, und im ganzen Reich herrschte große Fröhlichkeit, eine ganze Woche lang. Je mehr der Knabe wuchs, desto nachdenklicher und sinnender wurde er. Er ging in die Schulen und zu den Philosophen. Alle Gelehrsamkeit wurde ihm zu eigen, so dass der Kaiser vor Freude starb und wieder auflebte. Das ganze Reich war stolz vor Freude, dass es einen so weisen und wohlgebildeten Kaiser, gleichsam einen Kaiser Salomon, haben würde. Eines Tages aber, als das Kind gerade sein 15. Jahr vollendete, war der Kaiser mit allen Herren und den Großen des Reiches bei Tisch und vergnügte sich, als der schöne Prinz aufstand und sagte, »Vater, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt musst du mir das geben, was du mir bei meiner Geburt versprochen hast.« Als der Kaiser solches hörte, betrübte er sich sehr und sagte ihm, »Aber, mein Sohn, wie kann ich dir ein so unerhörtes Ding geben? Und wenn ich es dir damals versprach, war es nur, um dich zum Schweigen zu bringen.« »Wenn du es mir nicht geben kannst, Vater, bin ich gezwungen, die ganze Welt zu durchwandern, bis ich das mir Versprochene finde, dessentwegen ich zur Welt kam.« Darauf fielen alle Herren und der Kaiser ihm zu Füßen und baten ihn, das Reich nicht zu verlassen, weil, wie die Herren sagten, sein Vater jetzt alt würde und sie ihn auf den Thron erheben und ihm die schönste Kaiserin unter der Sonne zur Frau geben wollten. Aber es war unmöglich, seinen Entschluss wankend zu machen, denn fest wie der Fels bestand er auf seinen Worten.
Als sein Vater aber all das gesehen und wohl erwogen, gab er ihm seine Erlaubnis und machte sich daran, ihm die Zehrung auf den Weg und was er sonst noch brauchte, herzurichten. Dann ging der junge Held in die kaiserlichen Stallungen, wo die schönsten Rosse des Reiches standen, um sich eines auszusuchen. Aber wenn er die Hand an den Schwanz der Rosse legte, warf er sie zu Boden, und so fielen alle Pferde nieder. Endlich, als er gerade hinausgehen wollte, ließ er seine Augen noch einmal durch den Stall schweifen und erblickte in einer Ecke ein krankes, mit Geschwüren bedecktes, schwaches Pferd, auf das er zuging. Als er es an den Schwanz fasste, wandte es ihm den Kopf zu und sagte: »Was befiehlst du, mein Gebieter? Ich danke Gott, dass er mir dazu verholfen hat, dass noch einmal eines Helden Hand mich berührt.« Und sich fest auf die Füße stellend, blieb er gerade stehen. Da sagte ihm der junge Held, was er im Sinn habe zu unternehmen, und das Pferd entgegnete: »Um deinen Wunsch erfüllen zu können, musst du von deinem Vater Kleider, die er als Jüngling trug, verlangen. Mich aber musst du eigener Hand 6 Wochen lang pflegen und mir Hafer mit Milch gekocht geben.« Als er vom Kaiser die Sachen erbat, die ihm das Pferd angeraten hatte, rief dieser den Haushofmeister des Palastes und befahl ihm, alle Kleidertruhen aufzuschließen, damit sein Sohn die, welche ihm gefielen, auswählen könne. Der junge Held, nachdem er sie 3 Tage lang durchwühlt, fand endlich auf dem Boden in einer alten Truhe die Rüstung und die Kleidung, welche sein Vater als junger Mann getragen, erstere aber ganz verrostet. Er machte sich mit eigener Hand daran, sie vom Rost zu reinigen. Und innerhalb 6 Wochen, während der Zeit, da er auch das Pferd pflegte, gelang es ihm, die Rüstung glänzend und blank wie einen Spiegel zu putzen. Als das Pferd von dem schönen Prinzen erfuhr, dass die Kleider und das Rüstzeug gereinigt und hergerichtet seien, schüttelte es sich einmal, und alle Geschwüre fielen von ihm ab. Und es stand gerade so da, wie seine Mutter es geboren, als ein starkes, wohlgebautes Pferd mit 4 Flügeln. Als der Held es so sah, sagte er ihm: »In 3 Tagen brechen wir auf.« »Lange mögest du leben, Herr. Ich stehe heute schon zu deinen Diensten.« Am 3. Tag in der Früh war am ganzen Hof und im ganzen Kaiserreich große Trauer. Der schöne Prinz, wie ein Held gekleidet, mit dem Schwert in der Hand, auf dem Pferd reitend, das er sich auserwählt, nahm Abschied vom Kaiser, von der Kaiserin, von allen großen und kleinen Herren, von dem Heer und von der ganzen Dienerschaft des Hofes, welche mit Tränen in den Augen ihn anflehten, von dieser Reise abzusehen, damit er seinen Kopf nicht etwa dem Verderben aussetze. Er aber, dem Pferd die Sporen gebend, flog wie der Wind zum Tor hinaus. Ihm nach die Wagen mit der Zehrung, mit Geld und etwa 200 Reitern, welchen der Kaiser den Befehl gegeben, ihn zu begleiten. Nachdem er über die Grenze von seines Vaters Reich gelangt und in der Wüste angekommen, verteilte der schöne Prinz alle seine Habe unter die Reiter, nahm Abschied von ihnen und schickte sie zurück. Für sich behielt er nur so viel Nahrungsmittel, als das Pferd tragen konnte. Dann schlug er den Weg gen Osten ein und ritt 3 Tage und 3 Nächte, bis er an eine weite Ebene kam, auf der viele Menschengebeine lagen. Als er hier anhielt, um auszuruhen, sagte ihm das Pferd: »Wisse, Herr, dass wir hier auf dem Besitztum einer Spechtfee sind, die so böse ist, dass niemand ihr Reich betreten kann, ohne von ihr ermordet zu werden. Sie war eine Frau, aber der Fluch der Eltern, denen sie nicht gehorchte, sondern die sie immer erzürnte, hat sie zu einem Specht gestaltet. Jetzt ist sie bei ihren Kindern, aber morgen in dem Wald, den du dort siehst. Dort wirst du ihr begegnen. Sie kommt, um dich zu verderben.
Sie ist furchtbar groß, aber erschrick ja nicht, sondern halte den Bogen bereit, um sie mit dem Pfeil zu durchbohren. Halte auch das Schwert und Lanze bei der Hand, damit du dich ihrer im Fall der Not bedienen kannst. Sie begaben sich zur Ruhe, aber sie wachten immer abwechselnd. Am folgenden Tag, als sich die Morgenröte verbreitete, trafen sie ihre Vorbereitungen, um durch den Wald zu kommen. Der Prinz sattelte und zäumte das Pferd, zog den Gurtriemen straffer an als bisher und machte sich auf, als er plötzlich ein schreckliches Hacken hörte. Das Pferd sagte ihm jedoch: »Halte dich bereit, Herr, denn jetzt nähert sich die Spechtfee.« Als sie nun näher kam, riss sie die Bäume nieder, so eilig ging sie. Das Pferd aber schnellte in die Höhe wie der Wind, so dass es fast über ihr stand, und der Prinz schoss ihr mit dem Pfeil einen Fuß ab. Als er ihr aber den zweiten Pfeil senden wollte, rief sie: »Halt ein, junger Held, ich tu dir nichts.« Und als sie sah, dass er es nicht glaubte, gab sie es ihm mit ihrem Blut geschrieben. »Dein Pferd soll leben, junger Held«, sagte sie zu ihm weiter, »denn es ist verzaubert. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich dich gebraten und verspeist. Wisse, dass bis heute kein Sterblicher gewagt hat, meine Grenzen bis hierher zu überschreiten. Ein paar Verwegene, die sich dessen erdreisteten, sind bis zu der Ebene gelangt, wo du die vielen Gebeine gesehen hast.« Nun gingen sie zu ihrem Haus, wo sie ihn bewirtete und wie einen Gastfreund aufnahm. Als sie aber bei Tisch saßen und sich vergnügten, wimmerte die Spechtfee vor Schmerz. Da zog er den Fuß, welchen er ihr abgeschossen, aus dem Reisesack, in dem er ihn aufbewahrt hatte, setzte ihn ihr an und er heilte auch augenblicklich. Sie aber hielt vor Freude 3 Tage hintereinander offene Tafel und bat ihn, sich zur Frau eine ihrer Töchter, die alle 3 schön wie Feen waren, auszuwählen. Er aber wollte nicht, sondern sagte ihr, was er suche, worauf sie entgegnete: »Mit dem Pferd, das du hast, und mit deinem Heldenmut, glaube ich, dass du es erreichen wirst.« Nach 3 Tagen machte er sich reisefertig und brach auf. Er ritt und ritt und ritt weiter. Lang und immer länger ward der Weg. Als er über die Grenzen des Spechtfeegebietes zog, stieg er auf eine schöne Wiese, die auf der einen Seite mit blühenden Gräsern bedeckt, auf der anderen aber versenkt war. Da fragte der Heldenprinz, warum das Gras versenkt sei, und das Pferd antwortete: »Hier sind wir auf dem Gebiet der Skorpionhexe. Sie ist die Schwester der Spechtfee. Sie sind aber beide so böse, dass sie nicht zusammen leben können. Der Fluch der Eltern hat sie getroffen, und darum sind sie so, wie du sie gesehen, zu Untieren geworden. Ihre Feindschaft ist über alle Begriffe. Sie wollen sich gegenseitig immer Land entreißen. Wenn diese sehr erzürnt ist, speit sie Feuer und Pech. Sie muss irgendeinen Streit mit ihrer Schwester gehabt haben. Und um sie von ihrem Gebiet zu verjagen, hat sie das Gras, auf das sie getreten war, versenkt. Sie ist noch schlimmer als ihre Schwester und hat 3 Köpfe. Wir wollen jetzt etwas ruhen und morgen mit dem Frühsten bereit sein.« Am nächsten Tag bereiteten sie sich vor, wie damals, als sie zur Spechtfee gelangten, und brachen auf. Bald hörten sie ein Geheul und ein Rauschen, wie sie es bis dahin noch nie vernommen hatten. »Seid bereit, Herr, denn nun nähert sich die Skorpionhexe.« Die Skorpionhexe, mit einem Kiefer im Himmel und dem anderen auf der Erde, Feuer speiend, näherte sich so schnell wie der Wind. Das Pferd aber bäumte sich eiligst wie ein Pfeil und stürzte sich dann etwas von einer Seite über sie. Der Held schoss einen Pfeil ab, und ein Kopf fiel ihr herunter. Als er ihr noch einen Kopf abschießen wollte, bat die Skorpionhexe selbst, er möchte ihr verzeihen, sie würde ihm nichts tun, und um ihn dessen zu versichern, gab sie es ihm mit ihrem Blut geschrieben. Gerade wie bei der Spechtfee wurde er beherbergt. Er gab ihr den Kopf zurück,
der wieder angeklebt wurde, und nach 3 Tagen reisten sie weiter. Als sie über die Grenzen des Reiches der Skorpionhexe gelangt, eilten sie rastlos immer weiter, bis sie an ein Feld kamen, das nur mit Blumen bedeckt war, wo ewiger Frühling herrschte. Jede Blume war besonders schön und mit süßem, berauschenden Duft erfüllt. Ein Luftzug, der sanft wehte, umfächelte alles. Hier blieben sie, um sich auszuruhen. Das Pferd aber sagte: »Bis hierher wären wir glücklich gelangt, Herr. Aber eine große Gefahr haben wir noch zu überstehen. Und wenn uns der Herrgott hilft, dass wir auch sie überwinden, dann sind wir tapfere Helden. Etwas weiter von hier liegt der Palast, in dem die Jugend ohne Alter und das Leben ohne Tod wohnen. Er ist aber von einem dichten, hohen Wald umgeben, in dem alle wilden Tiere der Welt sind. Tag und Nacht bewachen sie denselben, und sie sind sehr zahlreich. Mit ihnen zu kämpfen liegt außerhalb der Möglichkeit, dass wir durch den Wald dringen, erst recht. So müssen wir versuchen, wenn wir können, über ihn fortzuspringen.« Nach einer Ruhe von etwa 2 Tagen machten sie sich wieder reisefertig. Darauf sagte das Pferd, den Atem anhaltend: »Schnall mir den Gurt so fest um, wie du kannst. Wenn du mich dann bestiegen hast, halte dich fest, auch an meiner Mähne. Die Füße drücke an meinen Hals, damit du mich nicht hinderst.« Er stieg auf, machte einen Versuch, und in einem Augenblick waren sie dicht am Wald. »Herr«, sagte das Pferd, »jetzt ist's an der Zeit, die wilden Tiere zu füttern. Sie sind dort versammelt, jetzt wollen wir hinüber.« »Vorwärts«, entgegnete der schöne Prinz, »und der Herr erbarme sich unser.« Sie flogen in die Höhe und sahen den Palast, der so glänzte, dass man eher in die Sonne schauen kann als auf ihn. Sie setzten über den Wald, und gerade als sie sich hinunterlassen wollten zur Treppe des Palastes, berührte das Pferd leise mit einem Fuß den Wipfel eines Baumes, worauf der ganze Wald sich in Bewegung setzte. Die Tiere begannen zu heulen, so dass einem die Haare zu Berge stehen mussten. Sie ließen sich eilig hinab, und wäre nicht die Herrin des Palastes draußen gewesen, um die wilden Tiere des Waldes zu füttern, sie wären sicherlich umgekommen. Sie verschonte sie aber aus purer Freude, denn sie hatte bisher noch nie eine Menschenseele bei sich gesehen. Sie hielt die Tiere zurück, beruhigte sie und sandte sie auf ihren Platz zurück. Eine große, schlanke und liebliche Fee war sie. Und gar zu schön, als der junge Held sie sah, blieb er erstarrt stehen. Wie sie ihn aber so ansah, fühlte sie Mitleid mit ihm und sagte: »Willkommen, schöner Prinz, was suchst du hier?« »Wir suchen die Jugend ohne Alter und das Leben ohne Tod.« Dann stieg er vom Pferd und trat in den Palast hinein. Dort fand er noch 2 Frauen, beide gleich jung. Es waren die älteren Schwestern der ersteren. Er begann der Fee zu danken, dass sie ihn aus der Gefahr befreit. Sie aber mit den Schwestern bereitete ihm vor Freude ein angenehmes Nachtmahl, ganz und gar in goldenen Gefäßen. Dem Pferd gaben sie die Freiheit, zu weiden, wo es wolle. Später machten sie dasselbe mit allen wilden Tieren bekannt, damit es in Frieden durch den Wald gehen könnte. Die Frauen baten ihn, von jetzt ab bei ihm zu bleiben, denn es war ihnen, wie sie sagten, langweilig so allein. Er aber ließ es sich nicht 2-mal sagen, sondern nahm das Anerbieten mit der Zufriedenheit eines Menschen an, der gerade das gesucht, was er findet. Allmählich gewöhnten sie sich aneinander. Er erzählte ihnen seine Geschichte und was er gelitten hatte, bis er zu ihnen gelangt war. Und nach einiger Zeit verheiratete er sich mit der jüngsten Schwester. Bei ihrer Verheiratung wurde ihm die Erlaubnis erteilt, überall in der Umgebung hingehen zu dürfen, wohin er wolle. Nur 1 Tal, das sie ihm zeigten, baten sie ihn nicht zu betreten, denn sonst erginge es ihm schlecht. Jenes Tal, sagten sie ihm,
hieße das Tal der Klage. Er brachte dort eine sehr lange Zeit zu, ohne es zu verspüren, denn er blieb immer so jung, wie er gewesen, als er gekommen war. Er ging durch die Wälder, ohne dass ihm auch nur der Kopf wehtat. Er ergötzte sich an den goldenen Palästen, lebte in Ruhe und Frieden mit seiner Frau und ihren Schwestern, freute sich der Zartheit der Blumen und der süßen reinen Luft wie ein Glückseliger. Oft ging er auf die Jagd. Eines Tages aber verfolgte er einen Hasen, sandte ihm einen, zwei Pfeile nach, aber traf ihn nicht. Ärgerlich lief er ihm hinterher, sandte den dritten Pfeil, mit welchem er ihn auch traf. Aber der Unglückliche hatte in seiner Eile nicht darauf geachtet, dass er durch das Tal der Klage gekommen, in dem er den Hasen verfolgte. Er nahm den Hasen und wandte sich nach Hause. Aber plötzlich überfiel ihn die Sehnsucht nach Vater und Mutter. Er wagte nicht, seiner Frau davon zu sprechen. Aber sie und die Schwestern erkannten seinen Zustand gleich an der Trauer und der Unruhe, in der sie ihn sahen. »Unglücklicher, du bist in das Tal der Klage gegangen«, sagten sie ihm voll Schreck. »Ich hab's getan, meine Lieben, ohne diese Unbesonnenheit begehen zu wollen. Jetzt aber vergehe ich vor Sehnsucht nach meinen Eltern. Aber auch euch kann ich nicht verlassen. Ich bin schon mehrere Jahre bei euch und habe mich über keine Kränkung zu beklagen. So werde ich also hingehen, um meine Eltern noch einmal zu sehen. Und dann werde ich zu euch zurückkehren, um nie mehr fortzuziehen. Verlass uns nicht, Geliebter. Deine Eltern leben schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr. Und selbst du, wenn du einmal gehst, wirst, so fürchten wir, nie mehr zurückkehren. Bleibe bei uns, denn eine böse Ahnung sagt uns, dass du umkommst.« Alle Bitten der drei Frauen, wie auch die des Pferdes, waren nicht imstande, seine Sehnsucht nach den Eltern, die ihn bei lebendigem Leibe verzehrte, zu stillen. Schließlich sagte ihm das Pferd: »Wenn du nicht auf mich hörst, Herr, wird das, was dir zustößt, nur deine eigene Schuld sein. Ich will dir etwas sagen, und wenn du meine Bedingung annimmst, bringe ich dich zurück.« Sie kamen an die Stelle, wo einst das Gebiet der Skorpionhexe gewesen. Dort fanden sie Städte. Die Wälder waren zu Feldern geworden. Er fragte diesen und jenen nach der Skorpionhexe und ihrer Behausung. Sie aber antworteten ihm, dass ihre Großväter von den Urgroßvätern gehört hätten, dass man sich einst solche alberne Märchen erzählt habe. »Wie ist so etwas möglich?« sagte ihnen der Prinz. »Neulich bin ich noch hier vorbeigekommen.« Und er erzählte ihnen alles, was er wusste. Die Leute lachten über ihn, wie über einen, der irrredet oder wachend träumt. Er aber ritt erzürnt weiter, ohne zu beachten, dass ihm Haar und Bart weiß wurden. Als er in das Reich der Spechtfee kam, stellte er dieselben Fragen und erhielt dieselben Antworten. Er konnte nicht begreifen, wie sich die Ortschaften in einigen Jahren derart verändert hatten, und von neuem erzürnt ritt er mit einem weißen Bart, der ihm bis zum Gurt reichte, weiter und fühlte, wie ihm die Füße zu zittern begannen. Auch von dort aufbrechend gelangte er in das Kaiserreich seines Vaters. Hier waren neue Menschen, neue Städte und die alten so verändert, dass er sie nicht wiedererkannte. Endlich gelangte er an den Palast, in dem er zur Welt gekommen. Als er hier abstieg, küsste ihm das Pferd die Hand und sagte: »Bleib gesund, Herr. Ich kehre dorthin zurück, von wo ich gekommen. Wenn du auch dorthin zu gehen wünschest, steig schnell auf und wir reiten los. Fahr wohl, auch ich hoffe, bald zurückzukehren.« Das Pferd flog schnell wie ein Pfeil davon. Als er die Paläste zerfallen und das Unkraut, das um sie herum wucherte, sah, seufzte er tief auf. Und mit Tränen in den Augen suchte er sich zurückzurufen, wie glänzend einst diese Stätten waren. Er ging zwei, dreimal um sie herum,
suchte in jedem Zimmer, jeder Ecke sich die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, suchte den Stall, in dem er das Pferd gefunden. Dann stieg er in den Keller hinab, dessen Eingang mit den herabgefallenen Trümmern erfüllt war. Hier und dort suchte er herum, mit einem weißen Bart, der ihm bis zum Knie reichte. Seine Augenlider hob er mit den Händen hoch und konnte kaum noch gehen. Er fand nur ein altes Gerümpel von Truhe, die er öffnete, aber es war in ihr nichts darin. Er hob den Deckel empor. Da sprach eine Stimme aus der Tiefe: »Sei willkommen, denn hättest du noch länger auf dich warten lassen, wäre auch ich zugrunde gegangen.« Da legte sein Tod, der in der Truhe schon ganz zusammengeschrumpft war, die Hand auf ihn. Er aber fiel tot hin und zerfiel augenblicklich zu Staub.